So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück. Dies ist die letzte Aufnahme mit der normalen Endcard. Ansonsten, danach hört ihr mich abends nicht mehr. Der eine ist sehr schreit. Ja, endlich nehmen wir den Spaß ertragen. Und wir machen hier Dinger. Auf See muss man das Ruder immer... Der nervt. Eine weise Seeschlacht gestern. Alles Dacke und Ducki, alles doll, alles geil und alles schön und Brüste und Herr Einhornkotze und weiß auch nicht. So, er ladet noch. So, jetzt fährt das Schiff flüssig. Jetzt können wir hier weiterarbeiten. Wir brauchen nämlich noch 1000 Leute, um irgendetwas freizuschalten. Ach ja, den nächsten Firmenrang. Dann können wir mit Glück ein bisschen mehr verkaufen. So. Den hier und den dahin. Dann bauen wir hier eine schöne Straße. Die dann hier nochmal weitergeht. Das sieht gut aus. Können wir verwenden. Und nicht das hier, was auch immer das sein soll. Ohne mich jetzt so. Guten Essen. Dann machen wir hier nochmal ein paar. Ich würde sagen, wir machen hier einen Manager nur hin, oder? Hier in der Einzelhäuser. Sind die Unterlagen schon ausgefüllt? Zack. Und da und da und da und hier passen auch wieder nur normale hin. Zack. Kann ich da eine Straße hinbauen? Bitte sag, ich kann da eine Straße hinbauen. Sehr gut. So, noch mehr Manager, noch mehr reiche Leute. Hurra. Hab ich die Schlüssel hingelegt. So, dich verlegen wir mal. Legen dich hier so schräg rein. Dass wir da die Straße weiterbauen können. Zack, zack. Was der? Nein. Kann mir hier mal jemand helfen? Nein, da kann dir niemand helfen. Du bist allein, du bist arm, du bist dumm. So. Und darum. Sag mir bitte, Alter. Wir haben schon wenig Reis, Amanaka. So. Gut, eine Reisfarm brauchen wir noch. So, jetzt sind wir wieder im Plus. Und wir müssen, weiß ich nicht. Wann haben wir denn die nächste Firmenstufe? Wie viele Leute fehlen da noch? Nanoschleifer. Ach du Scheiße. Da kriegen wir die Diamanten jetzt bei den scheiß Investoren. Und sag jetzt nicht, die kriegen wir dann, wenn wir hier das gebaut haben. Dann raste ich aus. Weil die kosten mich einfach zu viel, auch vom Strom her. Ich bin so froh, dass wir noch Tickets bekommen haben. Und da und da und da. Kommt, noch 500 Leute. Die kriegen wir doch wohl unter. Oder? Oder? Transferroute ineffizient. What the f... Ursache? Fehlende Waren. Was? Dreifach? Willst du mich verarschen? Output von Transferrouten bei Null. Gegenmaßnahmen empfohlen. Was passiert? Sind doch überall im Plus. Was passiert? Was ist los?
Passt. Geht. Geht auch. Geht. 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 Geht nicht. Geht. Hä? Sortiere Daten. Verstehe ich nicht ganz. Egal. So, und dahin und da. Die Stadt ist wunderschön. Ich sollte öfter rausgehen. Output von Transferrouten bei 0. Gegenmaßnahmen empfohlen. So, da und da und ah, schade. Moment, der Herr Dreamtext schreibt mir gerade. Wettbewerbsvorsprung ja. Ausgebaut. Warum geht der Babysitter nicht dran? Schon wieder in den falschen Z geschrieben. So beeindruckt. Und den Typ. Ja, kein Problem. Bin jetzt in der Aufnahme, lass mich in Ruhe. So. Muss weiter aufnehmen. Entschuldigung. Wir sind mittlerweile. Sind wir immer schon so weit im Plus gewesen? Alter, wir steigen und es steigt und es steigt und es steigt. Wird's auch hart? Ich werde Hilfe von der Geschäftsführung brauchen. Von der Geschäftsführung? Iridium haben wir mehr als genug. Willkommen, wie geht es Ihnen? Hallo! Sehen Sie, mein Freund, ich habe hier einen Job, für den Sie wie geschaffen sind. Ja. So viel? Dieser Zeitraum wird freigehalten, damit Sie sich um alles kümmern können. Sammeln Sie Treibgut mit Ihrem Fahrzeug. Na, los geht's! Wir sind natürlich wieder am Arsch der Welt. Und sammeln das Treibgut. Ach du Scheiße, überwacht das Treibgut sogar noch. Sind unterwegs. Fahren wir erstmal dahin. Ach so schön, jetzt die Musik von Monkey Island zu haben. Dun, da, da, da. So, und direkt rein, hopp, 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 komm, Gummi, Gummi, Gummi. Ah. So. Ja, lad doch ein. So, jetzt lass mich kurz gucken. Roger. Komm, komm, schnell, schnell, schnell. Jawohl. Und raus. Raus. Im Gange. Jawohl. Gut gemacht. So, jetzt zum Raumhafen. Wo ist er da? Einmal hier. Fracht aufnehmen. 94 Biokost oder 64 wilder Kohle, wilder Typ. Wollen wir kaufen? Wollen wir kaufen? Ja. Na, oh, wo ist unser Turboboot? Na hopp. Container annehmen. So, dann fahren wir mal zu ihm erst. Was willst du? Ich kann mich nicht auch noch darum kümmern. Doch. Sorry, diesmal nicht. Fahr dahin, lade aus.
Unsere Firma steht für Exzellenz, wie auch unsere Geschäftsleitung. So. Gut gemacht. Sie schlagen sich sogar besser, als ich gehofft hatte. Tja, sehen Sie mal. Es gibt heute noch gute Leute. So. Brauchen wir noch irgendwas? Beim Rice sind wir ein bisschen im Minus. Und hier. Verjüngungskuren, da sind wir auch ein bisschen im Minus. Gut aufrüsten, kein Problem. Wir haben ja eben auch noch Grafen bekommen. Zack. Hier sind die Verjüngungskuren, ne? Nee. Hier sind die. Ich schätze mal, jetzt sind wir auch im Minus, genau mit diesen Teilen da. Alles klar, ich denke mal, die können wir nicht mehr aufrüsten. Daher mache ich gleich mal den hier. So. Jetzt sind wir bei 0, machen wir noch ein bisschen was hinten dran, dass wir noch ein bisschen safe sind. Jetzt haben wir Algen. Oh, wir haben Algen viel zu wenig. Algen! Sehr schön. Perfekt. Wir brauchen aber wieder mehr Wasser. Water, wir brauchen Water. Da haben wir Wasser. Plopp, plopp. Und Straßenverbindung. Jetzt haben wir einen LKW zu wenig. LKW! Den machen wir mal da so hin. So. Und jetzt? Wir wollten ja, ich will ja immer noch den hier ausbauen, aber dafür brauchen wir diese Kollegen hier. Die kriegen wir von der Antarktis oben, ne? Mal schnell hey, gucken. Ich habe da diese Sache am Laufen. Könntest du dir das vielleicht mal ansehen? Kriegen wir einen Kollege. Was brauchen wir denn? Ruhiges Wetter. Erzeugt mehr Schnee in der Antarktis und mehr Regen in der gemäßigten Zone. Ach, hier können wir das auswählen, was wir wollen, oder wie? Orkanwetter. Der Klimastabilisator erzeugt heftige Schneestürme und stürmische Monsume. Das Standardwetter. Fahren Sie mit den Aufträgen von Will George bezüglich des Stabilisators fort. Drei militärische Überwachungssatelliten konzentrieren sich gerade auf das Gebiet. Was? Sie werden alle Kräfte aufbringen müssen, die Sie haben. Das wird gefährlich. Später, Kollege. Ich kann gerade nicht so unbedingt. Erzeugt mehr Schnee in der Antarktis. Stürmisches Wetter. Ich habe keine Ahnung, mit was ich dem aufrüsten soll. Daher warte ich mal einfach. Tja, Leute. Was machen wir hier? I don't know. Was willst du denn hier? Du kannst uns nicht aufhalten. Petrochemikalien könnten wir. Dem mache ich doch nichts. Diese Terroristen, sie müssen sich vorsehen. Diese Leute schießen erst. Sie haben mich überrascht, im Posit. Das lief besser, als ich erwartet hatte. Ja, siehst du mal. So, Expert. Und los geht's. Da sind sie ja. Drei. Eine Minute zu früh. Die Orbital Watch. Sie hat alles aufgefahren, was sie hat. Sie wissen, dass wir uns nicht verteidigen können. Und trotzdem bedrohen sie uns mit einer Welle Schlachtschiffe nach der anderen. Wir brauchen hier unbedingt ihre Unterstützung.
Kriegen wir hin. Moment. Wir wünschen Alter, niemals sind das viele. Einen Fuß auf unser Gebiet gesetzt zu haben. Die erste Welle wird die zweite wegfegen. Immer ruhig. So, ich markiere mir mal alle Schiffe von mir und dann geht's los. Aber in der nächsten Folge, weil die wird dann etwas länger. So, das war die Folge 45, die letzte Folge eigentlich mit der Endcard des jetzigen Standes. Also ab morgen kein Gelaber mehr. Warum? Der Sinn ist eigentlich ganz einfach. Es gibt ab morgen eine neue Endcard, auch designmäßig eine neue. Weil das für mich einfach von der Arbeit her viel, viel Zeit aufsparender ist, nach jeder Folge immer nochmal eine Endcard dran zu schneiden. Ist ohne für mich viel intensiver und ich sag mal, ich laber ja vorher dem Video schon 20 Minuten lang. Es sei denn beim LPT, da kann ich dann wieder was machen mit einer Endcard, aber wenn ich alleine spiele, dann bringt es das nicht. Von daher, das war es eigentlich mit der normalen Endcard heute und wir sehen uns dann morgen wieder mit einer neuen Endcard. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis morgen. Tschüss.